So, willkommen zurück bei Let's Play The Ball. Und wir fahren direkt mal fort. Wie ihr ja jetzt mittlerweile auch schon bemerkt haben solltet, Hunted kann ich wieder aufnehmen. Wir befinden uns gerade immer noch in Theotl. Und was haben wir das letzte Mal gemacht? Das letzte Mal haben wir herausgefunden, dass wir mit unserer geilen Waffe auch andere Gegner in den Tod stürzen können. So. Und jetzt kommen wieder neue Rätsel auf uns zu. Neue Abenteuer. Und neue interessante Sache. Okay. Wie komme ich so denn da dran? Wenn ich das jetzt nochmal mache. Bam! Dann geht das wieder runter. Alles klar. Okay. Dann schlagen wir erstmal darauf. Dann schlagen wir da nochmal drauf. Springen auf das nächste. Sind dann auch hier oben. Dann können wir dagegen schlagen. Dann können wir das sehen. Okay, das ist ein recht komisches Schieberätsel. Ich habe das System nicht verstanden. Aber das wird bestimmt auch noch irgendwie funktionieren. Muss ja. Sonst sind wir hier auf ewig gefangen. Moment mal. So, okay, jetzt bin ich hier oben, aber interessanter Nebel, der über einen hängt. Also von hier können wir erstmal nichts mehr machen. Jetzt können wir nur den betätigen. Machen wir das einfach mal. Dann... Ah! Ist das jetzt ein Fehler, wenn wir einfach hier hingehen? Ah! Dann gehen alle runter. Und das Abenteuer kann weitergehen. Sehr schön. Bam! Weiter geht's. Ich sag zu oft Bäm, wenn ich das Teil losschlage. Ich meine, das hat doch eben aufgeleuchtet. Wir müssen dort irgendwie hochkommen. Dort ist ein Magnet. Und dort muss der Ball nachher hin. Gut. Nur wie stellen wir das genau an? Okay, wir können hier tief fallen. Und hier liegen haufenweise Münzen. Was war das jetzt? Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. Wieder die ganzen Spinnen. Hä? Was passiert denn da? Ich höre ständig was. Ach so, über mir. Okay. Jetzt verstehe ich das. Ein bisschen besser. So. Was sehen wir denn, wenn wir hier lang gehen? So, die Kugel kommt nach da unten. Ach so. Okay, jetzt ist die Kugel dort unten. Das heißt, das dient jetzt als Gewicht und da sind die Sachen nach unten gekommen. Aber was bringt uns das? Wenn ich nach da unten gehe, sterbe ich sehr wahrscheinlich. Ach so, das ist sowieso ein Zeitschalter. Das ist ja jetzt wirklich gut. Dort muss der Ball eigentlich hin. Ich habe gerade eine lange Leitung. Ich probiere es einfach mal aus. Okay.
Nach unten sollen wir anscheinend. Es hört sich nach einem Timer an. Das heißt, das kommt gleich wieder runter. Wie viel Zeit haben wir denn? Und wie kommen wir wieder nach oben? Nach links. Ach so. Gewieft. Ah, jetzt müssen wir da drauf. Jetzt verstehe ich. Na hopp. Und jetzt? Passt das. Haha. Ach je, da musste man schon ein bisschen umdenken. Verstehe. So, dann müssen wir den jetzt hier hochziehen, damit er dagegen schlagen kann. Dann ist was aufgegangen? Dort unten wahrscheinlich. Okay, weil der jetzt gedrückt ist, können wir den zurückholen. Dann schieben wir den ein bisschen vor uns her. Wie kriegen wir die Kugel denn jetzt nach... Ach so. Na gut. Dann können wir die Kugel nach unten befördern. Na? Komm schon. Fupp, nach unten. Und wir nehmen auch unseren Weg nach unten. Das heißt... Kugel ist hier. Sehr schön. Oh, das war schon ein bisschen schwieriger, das zu sehen, fand ich jetzt. Aber das ist schön, die Rätsel werden schwieriger, die werden gehobener. Ein Geheimnis. Mit Fallen oder ohne? Indiana Jones. Und Spinnennetz. Diesmal gibt es 4 Geheimnisse, wo wir jetzt sind. Hoffentlich schaffe ich es diesmal, die Texte flüssig durchzulesen. Sipaktli, Geheimnis 1 von 4. Es gibt Gerede vom verbotenen Ort, Gemurmel in Menschentrauben an den Ecken einer jeden Straße. Sie sprechen vom Gerät. Überall in den Ländern der Tepetl, vom Zwilling Teokalli, über den Dschungel unterm Himmel bis zu den qualmenden Toren durchzieht Geflüster die Nacht und berichtet von Träumen. Alle fühlen wir, was herannaht. Es ist Rainer Kallmund! Rette sich, Werkan! Ah. Wir müssen uns alle schnell in Sicherheit wiegen. Wo ist denn jetzt meine Kugel? Die ist wahrscheinlich... Ach so, die ist da unten. Man kann das ja unten links sehen. Das habe ich ganz vergessen. Kaputtschlagen kann man hier nix. Kaputtschlagen. Kaputtschlagen. So. Schöner Wasserfall. Wow. Ich hoffe, ihr seid mir wohlgesinnt. Wow. Ach so, und hier dürfen wir auch nicht lang. Okay. So. Dort beim Wasser sehe ich jetzt auch kein Geheimnis. Das heißt, wir müssten theoretisch eigentlich nur hier weitergehen. Wo ist denn jetzt die Kugel schon wieder? Ach so, die hängt da jetzt fest. Auch gut. Oder? Hä? Ich war sichtlich verwirrt. Naja, aber jetzt haben wir die Kugel wieder. Gehst da gefälligst lang. Ich bin dein Herr und Meister. Du musst mir gehorchen, o Kugel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schaue da trotzdem nochmal nach. Nicht, dass wir dann nachher doch noch irgendein Geheimnis verpassen. Weil ich mir zu fein bin, irgendwo nachzuschauen. Okay, und man kommt nicht mal durch das Wasser. Blub, blub, blub. Blub, blub. Wir sind ein Fisch. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ich glaube, man kann unendlich lange unter Wasser bleiben. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Und ob ich das ausprobieren will, ist auch noch so eine Frage. Yeah, und der Ball geht wiederum. Das klingt alles wieder sehr morsch.
Als würden hier gleich wieder Sachen zusammenfallen. Naja, nehmen wir erstmal wieder die Kugel mit. Ich finde, es ist eine gute Strategie, die Kugel immer erst ein bisschen vorauszuschicken. Ja, dann geht das dort wahrscheinlich auf. Dort ist auch ein Schalter für den Ball. Und hier kommt dann irgendetwas raus. Weil ich nicht weiß, was aus der Tür rauskommt. Oh, okay. Schießen wir dich erstmal wieder nach unten, weil da sollst du ja hin. Und dann geht das auf. Sehr schön. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da unten ein Geheimnis wäre. Ich hoffe, ich komme irgendwie nach unten. Was kann man damit machen? Nichts. Gar nichts. Okay. Wir haben drei Wege zur Auswahl. Nehmen wir erstmal hier den rechten. Und hören verschiedene... Oh nein, ein Labyrinth. Ach, Herr Jemini. Okay, das könnte etwas dauern, bis wir uns hier zurechtgefunden haben. Lalalala. Oh mein Gott, wie groß ist das denn? Ball! Wo gehst du hin? Das merke ich ja jetzt erst. Hier gibt es eine Strömung. Warum? Muss ich der Strömung folgen? Hier ist kein Wasser. Aber hier ist Wasser. Ich folge einfach mal der Strömung. Vielleicht habe ich damit jetzt auch ein Rätsel gelöst, ohne es erstmal lösen zu wollen. Ist da ein Ballschalter? Nein. Aber, okay, hier haben wir wieder ein Rätsel. Und hier liegen ein paar Knochen. Das heißt, wenn man falsch macht, könnte es einem nicht so gut ergehen. Die Reihenfolge... Zuerst waren wir da. Dann habe ich das gesehen. Und dann sind wir daran vorbeigekommen. Ja. Das ging ja doch viel schneller, als ich zuerst dachte. Sehr schön. Müssen wir uns mit diesem Rätsel auch nicht weiter aufhalten. So. Die Strömung ist zu heftig. Das heißt, da hinten gibt es auch kein Geheimnis. Sehr schön. Ich will keines mehr verpassen. Kein einzelnes Geheimnis. Und hier gibt es gerade viele Checkpoints. Okay, hier gibt es Gas. Da geht es nach oben. Auch für mich? Ja. Schauen wir mal nach, was hier oben alles ist. Ein Schalter. Oh, Nose. Ach, Herr Jemini. Gut. Der Schalter ist gedrückt, mit dem kann ich jetzt nichts machen. Aber dort ist noch ein Geheimnis. Sehr gut. Ein Kopf! Ein Kopf! Ein Kopf! Mit ziemlich kleinen Ohren. Ja. Wofür die Köpfe wohl gemacht wurden. Geheimnis 2 von 4. Wieder ein komischer Name. Chikome Chotli. Entschuldigung. Ein Mann betrat den verbotenen Ort und wurde von der Wache des Königs aufgegriffen. Sie sagen, die Träume hätten seinen Geist vergiftet. Durch sie hätte er das Wichtigste unserer Gesetze gebrochen. Eilig wurde er hingerichtet. Sein schreiender Kopf prangt nun hoch über den Palasttoren, gespießt auf einem goldenen Speer. Ich fürchte, er wird nur der Erste sein. Bevor der nächste Mond vollendet ist, werden viele Schädel folgen. Er wurde von der Wache des Königs aufgegriffen. Träume haben seinen Geist vergiftet. Ein Gesetz wurde gebrochen. Das wäre ja jetzt interessant zu wissen, was für ein Gesetz das wäre. Ich gehe erstmal wieder nach unten. Lass mich runter. Um zu schauen, ob... Ja, Totenschädel.
Danke. Thank you, Captain Obvious. Ich versuch